Hallo und willkommen zurück bei Stranded Alien Dawn. Ja, das gibt es doch nicht. Guck mal, es sind jetzt mittlerweile so viele Kommentare, dass es sogar jetzt schon über 2 Folgen geht. Krass. Bin stolz auf euch. So. Dann machen wir mal weiter mit dem Kommentar von der Lou. Ich hoffe, das war okay, dass ich deinen Kommentar gesplittet habe, weil du machst ja nicht viele Kommentare. Du schreibst unter jede Folge dafür einen langen Kommentar. Ich hoffe, das war okay, dass ich den dann gesplittet habe. Deswegen machen wir jetzt diese Folge weiter mit dem Kommentar. Beim letzten Mal ging es ja darum, dass dass Hahn im Prinzip alles macht und dann muss er im Arsch der Welt Steine kloppen und dann schicke ich den noch hier hin und dann darf er noch kämpfen und muss mit dem Ballon fliegen und sowas. Gut, so, weiter geht's. Zu der Forschung und deinem Snipergewehr. Snipergewehre können erst erforscht werden, wenn du Nanoröhren gedruckt hast. Diese werden im 3D-Drucker hergestellt, den du noch nicht gebaut hast. Selbst wenn du den Blueprint schon aufgestellt hast, wird es wohl noch 10 bis 20 Folgen dauern. Das wurde unter Folge 22 geguckt. Also, Folge 32, gucken wir, ob wir den Nanodrucker haben. Das ist jetzt der Call. Folge 32 müssten wir den Nanodrucker haben. Also den 3D-Drucker. So. Oder 42. Weil es ja keine Metalllegierung. Weil du ja keine Metalllegierung hast. Falls du dann doch dieses Metall hast, wären die aber erst in die 20 oder wie viele Geschütze waren es eingebaut. Somit würde es wohl echt noch lange dauern. Vielleicht wäre da eine Umdenken nötig. Zum Beispiel Blueprints abreißen und erst die Geschütze platzieren, wenn genug Rohstoffe da sind. Zudem hast du deinen Metallschrott für die Legierungen. Hast du keinen Metallschrott für die Legierungen, weil bei denen viele Aufgaben, die du jede Folge raussaust, deine Leute auch zum Raumschiff plündern bzw. abbauen, gar nicht mehr kommen. Die Geschütze bzw. Sensoren können jedoch auch erst gebaut werden, wenn genügend CPUs vorrätig sind, die wiederum auch Metalllegierungen benötigen. Also siehst du, was bei Massenplatzierung alles so zu beachten ist? Ich hoffe, du findest da einen Weg raus. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ja, danke ebenso. Das wird schon funktionieren. Früher oder später. Was wir auf jeden Fall machen können, ist, dass wir bestimmte Sachen pausieren. Ich meine, hier fehlt tatsächlich nur ein CPU-Kern bei der Antenne. Ja, bei den anderen fehlen eigentlich auch nur CPU-Kerne. Hier fehlt Elektronik. Und Kanna ist bei, die ganze Zeit Elektronik herzustellen. Wir können ja ja gut, ich will eigentlich nicht die Elektronik über die CPU-Kerne machen. Aber wir pausieren auf jeden Fall mal die Waffen. So, dann machen wir weiter im Text mit dem nächsten Kommentar. Anzeigen. So, wieder der Lu. Hallo oder guten Morgen, Melo. Moin. Hatte nach meinem Stream noch Zeit und direkt die Folge geschaut. Passender Titel übrigens. Sind wir zu lang? Ist das derselbe Titel? Habe ich den Titel nicht geändert? Nee.
Der erste war zu viel auf einmal und der nächste war, sind wir zu langsam. So, also wieder einen passenden Titel gewählt. Yes! Also zum Lager und Wege hatte ich schon was in der letzten Folge geschrieben. Was ich jedoch heute zum ersten Mal gesehen hatte, war, dass du deinen Leuten keinen Zeitplan machst. Also auf gut Deutsch, sie können machen, was sie wollen. Aber anscheinend funktioniert es ja. Da sie also auch in der Nacht arbeiten dürfen, frage ich mich, warum es in der Küche, dem Aufenthaltsraum und auch in den Räumlichkeiten, wo Hahn schläft, kein Licht gibt. Also ich kenne die Antwort schon. Weil du die Dächer ersetzt hast. Mit Ziegeln. Und die Lampen ohne Decken da nicht hängen konnten. Und nachher schlichtweg vergessen hast. Aber das holst du bestimmt noch nach. Jedoch frage ich mich dann auch, wofür der Tag-Nacht-Sensor gut sein soll. Wenn sie jederzeit überall Licht benötigen. Der Tag-Nacht-Sensor ist tatsächlich für draußen gedacht. Also ich wollte eigentlich ja nichts mehr bauen. Aber gut, dass du mich daran erinnert hast. Dass ich doch noch was bauen muss. Der Tag-Nacht-Sensor, ich wollte eigentlich auch draußen Beleuchtung machen. Dafür wäre der Tag-Nacht-Sensor. Nun gut. So, weiter im Text. Nochmal zu den orangenen Pilzen. Du erinnerst dich bestimmt noch ans Tutorial, wo du orangene Pilzen sammeln musstest. Genau diese brauchst du für den heilenden Balsam. Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr daran. Und er wird erst in der Werkbank angezeigt, wenn du die erforscht und geerntet hast. Wobei wir auch schon beim Thema Ernten wären. Wenn du mal eine Ernte auslassen möchtest, weil du zum Beispiel... Warte, wo steht's? Jetzt bin ich im... Jetzt habe ich verloren, wo ich war. Ja, wenn du mal eine Ernte auslassen... Wenn du mal eine Ernte auslassen möchtest... Ne, jetzt habe ich ja Verdammt! Da, wenn du mal wieder eine Ernte auslassen möchtest, weil du zum Beispiel zu viel Stoff hast, einfach mal das Feld anklicken und auf der rechten Seite die Fläche Ernten drücken und dann wird das grüne Häkchen verschwinden und mit einem roten X ausgestattet. Und schon kannst du sehen, dass eventuell in nächster Zeit... Zeit der Stoff auch aufgebraucht wird. Du solltest auch mal schauen, was du alles mit Kauwurzeln kochen kannst, wenn ich mir die Menge ansehe, die im Gefrierschrank liegt und Platz verschwendet. Ich bin heute aber auch gemein zu dir, sorry. Ach, das, also ich finde das nicht als gemein. Ja, das sind doch hilfreiche Informationen. So, bin ich der Meinung, dass du mehr Getreide brauchst, zum Beispiel für Bier, Brot, Antibiotika, Öl, Haferbrei, Kuchen, Pizza, Pasta, überall. Dabei brauchst du Getreide und es ist einfach fast nie was da. So, nun genug, bin müde und denke, dass dieser Kommentar rechtzeitig von deinen neuen Aufnahmen zu dir kommt. Bis dahin alles Gute, der Lou. Ja, ich habe ja tatsächlich noch mehr Getreide angepflanzt, aber vielleicht reicht das auch nicht. Feld ausdehnen.
So, das müsste jetzt aber reichen dann, oder? An Getreide. Der hier ist ein bisschen doof. Ich werde ihn umbewegen. Und zwar kommt der dahin. Und der kommt dann hierhin. Weil dann können wir nämlich hier auch ausdehnen. Und der wird auch schön gedüngt. So, hier das Rauchblattfeld. Können wir doch auch ausdehnen, oder? Ja, aber nicht gut. Dann lassen wir das. So, weiter im Text. Der nächste Kommentar. Von Frieda Fake. Die Tiere können nicht versorgt werden, weil niemand Gemüse und so weiter geerntet hat. Heu hattest du ja genug. Deshalb wundert es mich, warum da nicht gefüttert wurde. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich weiß warum. Das hat nicht geklappt, weil ich bei Aktivität das Versorgen runtergenommen habe. Dann hat keiner mehr versorgt. So, und nochmal zum Lou. Zeitplan, das ist tatsächlich, habe ich aus Rimworld übernommen. Ich habe sehr viel rumexperimentiert, tatsächlich auch mit Schichten, unterschiedlichen Schichten. Ja, mit Früh-Spät-Nachtschicht, das habe ich einmal probiert in der Staffel, also bei Rimworld jetzt. Und hier mit Entspannung und sowas. Und am besten ist tatsächlich immer gewesen, wenn einfach alles ist. Dann gehen die schlafen, wann sie müde sind, sie essen, wann sie essen haben, sie entspannen sich, wann sie entspannen müssen. Es wird tatsächlich am wenigsten gearbeitet, aber, ne? Das muss man dazu sagen. Aber dafür geht's denen am besten. Und sie arbeiten auch nachts, weil die Bock haben. Ich überlege noch so einen Tisch zu bauen. Guck mal, wir haben jetzt ja hier 7 auf Lager. Wir machen es bis 10, ne? Guck mal, jetzt bergen wir sogar hier welche. So, wir kriegen ja jetzt hier wieder Sommer, ne? Also noch nicht ganz, aber bald. Ich bin mal gespannt, wo der nächste CPU-Chip reingeht. Weil ich will jetzt erstmal nichts mehr bauen. Ne? Das letzte, was wir gebaut haben, war hier das. Und sonst will ich jetzt erstmal nichts bauen. Wir schicken auch keine Expedition los. Das Einzige, was wir vielleicht noch machen, wäre Eisenvorkommen abbauen. So, wird's langsam warm, dann können wir wieder die Fenster aufmachen. Und so, und wenn die Fenster auf sind, bräuchten wir, glaube ich, gar nicht so viel Strom. Aber Strom ist gerade voll. Oh, wieder Fliegende. Und die kommen von da. Das ist natürlich irgendwie kacke. So, aber wenn die dahin gehen, wo die Kolonisten sind, ne? Dann müssten wir doch eigentlich alle Kolonisten in die Nähe hier der Tür jetzt bringen. Das sind echt viele.
Komm, wir machen das mal. Bringen die alle hier hin. Und dann gucken wir mal, ob das klappt. Ob die wirklich dahin fliegen und dann hier zu den Laser-Turrets. Scheint tatsächlich zu klappen. Okay. Also das hat tatsächlich gestimmt. Die gehen wirklich dahin, wo die Kolonisten sind. Gut zu wissen. Da haben wir das auch direkt getestet und geprüft. Und es hat gestimmt. So, müssen wir irgendwas reparieren? Sieht nicht so aus. Gut. Ja, es gibt jetzt ein paar Verletzte. Ein paar beschädigte Dinge, aber es war auch relativ viel. Ich überlege, die CPUs vorzuziehen. Jetzt wird eh eine CPU gebaut. Ah, giftige Asche, nicht gut. Die Frage ist, wie lang das jetzt so ist, ne? Es geht auf jeden Fall auf die Batterie. Okay, wir müssen darauf achten, dass die wirklich drin sind. Wie lang die giftige Asche wohl ist? So, und ich sollte mal gucken wegen dem Essen. Kauwurzeln. Ist wirklich so viele Kauwurzeln? Ich habe ein paar Kauwurzeln, ja, aber die anderen habe ich, glaube ich, auch. Ne? Die Beeren habe ich auch sehr viel. Fleisch habe ich, also ist hier Insektenfleisch da. Hm. So, wir haben hier auf jeden Fall am meisten Stoff. Haben wir Alkohol? Also hier dürfte es ja nicht mehr gelagert werden. Das Antibiotika und Heilung finde ich eigentlich hier noch sinnvoll. Finde ich, das macht Sinn. Ah, da wird der erste CPU gebaut. Oh, die CPU braucht gar keine mehr. Ach so, ich dachte, die CPU braucht Elektronik. Das ist natürlich praktisch. Ah, ist ein bisschen weiter weg.
Da ist irgendwo noch mehr runtergekommen. Hier haben wir noch Erzvorkommen. Ist aber zu weit weg. Na, dann lieber hier die hier abbauen. Aber wir haben ja hier noch eins. Erstmal den hier fertig machen. Aber auch die Tiere davon betroffen sind. Einmal bitte neues Impulsgewehr. Damit das alte weggemacht werden kann. So, unter 50% wird zerlegt. Alle sind krank. Oh, das liegt wahrscheinlich an den offenen Fenstern, oder? Brennendes Kreuzfahrtschiff. Da können wir vielleicht noch wen retten. Lungenentzündung, Immunität. Expedition. Das brennende Kreuzfahrtschiff. Ich will eigentlich keine mehr machen, aber vielleicht können wir wen retten, deswegen macht das Nova. Nova ist, glaube ich, unsere beste Ärztin, tatsächlich, auch weil wir die gerade selber gebrauchen könnten. Die Lager sind voll. Tatsache. Wäre vielleicht doch besser, ein richtiges Lager, ein richtiges Kühlhaus zu bauen, ne? Kanna, du sollst eigentlich CBU bauen. Ach, guck mal, die Antenne ist fertig. Dann können wir jetzt auch die einschalten und die einschalten. Auch wenn das jetzt doof ist, weil wir nicht so viel Strom haben. Im Moment, alles ist voll, ne? Also... So, wofür nützt du die nächste CPU? Für einen Turret? Oder für einen Sensor? Wo ist eigentlich hier diese Klimaanlage drin? Oder wurde die gar nicht gebaut? Also hier haben wir sie da. Wo haben wir sie hier?
Hier haben wir, hier ist gar keine. Ich dachte, ich hätte überall die Klimageräte gebaut. Da ist eins drin. Ja, hier glaube ich nicht, dass wir eins brauchen. Oh, Strom steigt. Wollte Nova nicht auf Expedition gehen? Gewesen Nova, aber sie schläft. Jetzt wartet sie selber auf Behandlung. Ja, jetzt geht's auf Expedition. Das ist ja auch kurios. Egal. Happen. So, die Kauwurzeln werden wir erstmal nicht ernten. Eigentlich nur Getreide, wirklich. Das heißt, wir werden auch die hier erstmal nicht ernten. Auf jeden Fall sehr viel Sirup. Wie viel haben wir denn? Vor allem, wo wird das gelagert? So. So, zukünftige Besuche vormerken. Suche nach birgt einige Risiken. Ja, aber egal, Überlebende. Die sich bald mit Rauch. Okay, keine Überlebenden gefunden. Schade. Ich will die Lampe anklicken. Na gut, dann brauchen wir noch eine Lampe. Ist die Frage, ob ich das hier wieder wegreiße und noch einen Gefrierschrank baue, ne?
Ja, so viel solltest du jetzt nicht abreißen. So, ist jetzt eigentlich der wieder an? Der ist an. Der ist an. Hat aber noch keinen Strom, oder was? Meteoritenriten gegen ist nicht gut. Ey, das ist gefährlich. Na, den Ulm hat's nicht geschadet. Genau, beweg den Strommast. So, jetzt funktioniert das Ding. Also müsste jetzt, ne? Kein Raumschiff entdeckt. Also ich habe jetzt zwei Antennen. Hier. Und da. Die verbrauchen schon echt viel Strom zusammen. Aber die sind alle an. Und hier. Okay, wir müssen wirklich auf ein Raumschiff warten. Okay, wir brauchen Metallschrott oder Eisen. Ja, da ist noch ein bisschen Metallschrott. Der ist leer. Ulfen wollen angreifen. Naja, wenigstens rennen sie direkt richtig. Neue Ressource Kaffee. So, eine Gruppe normalerweise friedlicher Tiere zeigt ein äußerst feindseliges Verhalten. Wahrscheinlich stören die Radiowellen, die von unseren Orbitalantennen ausgesendet werden, die örtliche Tierwelt, die nicht an sie gewöhnt ist. Ich bin mir sicher, dass die Antenne zerstören wollen. Dies ist tatsächlich kein Einzelfall. Weitere Angriffe werden folgen, solange der Funk funktioniert. Dann gibt's Fleisch. Aber das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!